Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr Tzatziki selber herstellt. Dafür brauchen wir ein Viertel Schlanggurke. Die reiben wir samt der Schale durch eine Reibe. Jetzt packen wir hier eine gute Handvoll Salz drauf und verteilen das Ganze gut, damit das Salz der Gurke die Flüssigkeit entziehen kann. Jetzt nehmen wir 5 große Esslöffel von griechischem Joghurt, packen den hier auf den Teller und jetzt pressen wir 2 Knoblauchzehen noch aus, geben den Knoblauch auch hier hinzu. Jetzt wird das Ganze nochmal ordentlich gesalzen und gepfeffert. Jetzt nehmen wir etwas Krepppapier, so 4-5 Lagen, und drücken das hier auf die fertig geriebenen Gurken drauf, damit das ganze Wasser entzogen wird und der Tzatziki nicht zu flüssig wird. Wir nehmen jetzt die Gurken und packen die auch noch hier hinzu, vermengen das Ganze ganz gut. Jetzt kommen hier noch die restlichen Gurken mit hinzu. Ich habe die jetzt alle nicht sofort reingemacht, weil ich erstmal gucken wollte, ob das alles nicht zu wässrig ist, aber die Gurken sind gut. Jetzt kommt noch eine gute Prise Salz und geschroteter Pfeffer hinzu. Das Ganze wird nochmal vermengt. Jetzt geben wir noch 2 Esslöffel Olivenöl hinzu. Vermengen das Ganze auch wieder ganz gut. Ja, und jetzt können wir das Tzatziki circa 12 bis 24 Stunden ziehen lassen. Und danach schmeckt das hervorragend auf selbstgemachten Gyros. Aber das ist eine andere Folge, die zeige ich euch beim nächsten Mal. Also guten Appetit und viel Spaß beim Nachmachen. Ciao! Ja, das war mal wieder ein kleines Spezial für die Fans. Einfach nur mal kurz gezeigt, wie man Tzatziki herstellt. Und nächste Woche gibt es den Burner. Da zeige ich euch, wie man richtig geiles Gyros herstellt. Also ich würde mich freuen für einen Daumen nach oben für das Video. Falls ihr noch kein Abonnent seid, abonniert bitte den Kanal. Also bis dann. Ciao.